So Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tears of the Kingdom. Das letzte Mal haben wir diesen Schrein erreicht, aber noch nicht gemacht, weil die Zeit war etwas fortgeschritten, möchte ich sagen. Ja, wir haben ja zum Beispiel da hier die Eide zu den Kriegerinnen gebracht. Da kann ich auch gleich mal die Markierung löschen, fällt mir gerade mal so auf. Und ja, jetzt möchte ich auf jeden Fall noch den Schrein machen und den anderen, den wir auf dem Weg gesehen haben. Ja, und dann mal schauen, was wir dann machen. Ich glaube, ich habe es letztes Mal gesagt, ich habe es wieder vergessen. Komm, fang an zu reden, wird mir schon wieder warm, ey. Ist es so furchtbar momentan. So, 3 Kugeln. Aha. 2 sehe ich schon mal. Aber wo ist die dritte? Ich kann sie nicht finden. Okay, komme ich so... Nö. Schon mal direkt der Weg nach oben problematisch, ich sehe schon. Huch. Na. Kann ich das von hier überhaupt greifen? Ja, gut. Kann ich mir das ja als Zwischenplattform hier quasi hinstellen. Huah. Krasses Rätsel, muss ich schon sagen. So. Wahrscheinlich brauchen wir das Ding noch. Ah, oh. Ja, okay. Ganz genau auf die Kante stellen und dann hinne machen. Oh, es hat tatsächlich funktioniert. Aber auch ganz knapp, ey. Na gut. Da komme ich sogar an. Ich weiß jetzt das Point nicht, ob wir die überhaupt brauchen. Hier wirklich alle, aber ich nehme es einfach mal mit. Nicht wirklich, ne? Weil die ist klar. Ist die kleiner, die Kugel? Oder kommt mir das nur so vor? Kommt mir nur so vor, glaube ich. Es gibt aber noch eine Truhe zu finden, eigentlich, ne? Wo ist die denn, wenn ich mal fragen darf? Scheiße, wahrscheinlich schon verpasst, ne? Aha. Hab sie gefunden. Glaube ich. Scheiße. Hey. So. Muss ich da halt nochmal hoch? Dann ist das so. Tatsächlich mal ein sinnvolles, ein sinnvoller Inhalt in der Kiste. Oh, was ist das, Ach man, ey. Diese Hitze. Fuck. Diese Hitze momentan ist auch einfach nicht geil. Ist irgendwie witzig. Irgendwie so beim Aufnehmen strengt mich das voll an, alles. Ich weiß auch nicht warum. Alles ein bisschen unangenehm. Vor allem dann, wenn halt irgendwie so man, weiß ich nicht, im Spiel nicht weiterkommt oder so. Sowas dann machen muss. Wow, Alter, das ging ab. Eieiei. Das ist aber echt, timing-technisch gar nicht so leicht. Ja, so weit weg sollte die vielleicht gar nicht, ne? Theoretisch könnte ich da auch zwei... Na komm, wir machen es erstmal so. Ja, okay. Ja, okay. Okay, ich weiß, wie das gemeint ist. Eigentlich merke ich gerade... ist gar nicht so, dass ich da schnell sein muss, so wie ich es jetzt eben gemacht habe. Hat zwar auch funktioniert, aber so ist es gar nicht gedacht. Ich muss die schon aneinander pappen, weil wenn ich hier zwei aneinander pappe, dann kann ich das ja darüber stülpen. Und das bleibt quasi. Und jetzt, da brauche ich halt alle drei, um die so zu stülpen. Ja, ich werde noch häufiger stülpen sagen. Stülpen ist ein schönes Wort. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich denke schon. Und wenn nicht, werdet ihr es gleich sehen. Ja. Einfach so. So, aua. Vor dem Kopf gefallen. So, können wir eben so flop. Und der jetzt quasi in der Mitte davon. Ja, so. Jetzt kann ich dieses Dreiergespann quasi. Ja, so irgendwie, ne? So flop. Ja, perfekt. Ja, nicht ganz perfekt. Liegt es da jetzt, aber es sollte auf jeden Fall reichen, um rüberzukommen. Heppa, heppa und heppa.
Ha! Ich bin einfach Rätsel- und Geschicklichkeitsmeister. Ich habe es auch auf beide Art und Weisen gelöst. Zumindest beim zweiten. So, wenn wir einen anderen Schrein haben, kann ich mir sogar mein 25. Herz holen. Oh mein Gott. Ach, guck mal, da rechts haben wir jetzt auch schon alle vier Symbole. Weil wir alle vier Schreine gelöst haben. Okay, fliegt irgendwie so ein Flugzeug oder so vorbei oder ein Hubschrauber, ich weiß nicht genau. Hör ich nur gerade. Vielleicht stürzt auch gerade ein Flugzeug ab über jener, man weiß es nicht. Wäre cool. Ja, genau. Manchmal spawnen die auch einfach, oder? Die sind dann auch einfach vorher noch nicht da, kann das sein? Mann, ey. Ist meine Robbe ist gar nicht mehr da wahrscheinlich, ne? Wo war die noch? Die war da, ne? Ja, scheiße, die ist nicht mehr da. Das finde ich halt irgendwie ein bisschen scheiße, dass die manchmal die spawnen. Oder irgendwie irgendwas vibriert hier, wenn ich hier lang laufe. Ich weiß nicht, was das gerade war. Naja, hier haben wir zumindest ein... Ja, ich kann mir zumindest so ein kleines Boot bauen. Ist doch nett. So, wo willst du hin? Ja. Da kriegen wir dich hin. Ist kein Problem, mein Freund. So, dafür muss ich natürlich erstmal wieder ein Boot bauen. Ich meine, ich muss es sowieso tun, damit ich hier wieder rauskomme, I guess. Oh. Hallo Moldora oder wie das Ding hieß. Hi, na? Ich lasse dich mal in Ruhe. Ich hoffe, das ist okay. Ich lasse dich mal einfach Sandviech sein. Plopp. Ja. So. Funktioniert jetzt eh nicht auf dem Stein, aber let's go! Oh. Wie er jetzt schon Angst hat. Ich bin doch noch gar nicht losgefahren. So, dann lassen wir dich auch mal lieber vorsichtig runter. Oder auch nicht. Warum? Alter, was ist das denn jetzt? Warum slidet das Ding so übel auf den Sand? Sehr beschissen. Meine Güte. Er kommt wieder zurück. So. Geht doch. Ich wünschte, das Ding wäre ein bisschen schneller. Oh Gott, es kommt ja kaum den Berg hoch hier. Aber es reicht. Für mich reicht's. No. Ah! Oh nein. Oh Gott. Hilfe. Das hätte ich mir niemals verziehen, wenn ich den armen Krog umgebracht hätte. Mir fällt gerade auf, dass mein Akku hier fast leer ist. Was? Nicht absteigen. Du Link, du Dödel. Mein Gott. Ich wollte nur loslassen. Manchmal hasse ich diese Steuerung, aber auch hardcore, ne? Mein Gott. Was heißt, wenn ich jetzt B drücke? Ja, jetzt bleibe ich drauf. Ich weiß nicht, warum er gerade runtergefallen ist. Ich habe mich eigentlich nicht bewegt, meines Wissens nach. Warum lässt du mir da jetzt auch noch fahren hier? So. So, schnell reden, bevor das Ding abhaut. Wie er jetzt gerade auseinander war, habt ihr das gesehen? Sehr ekelhaft. Hat sich zum Glück wieder zusammengebaut. So, aus dem Weg. Aus dem Weg, Geringverdiener. Warum ist... Warum ist Junobo jetzt so weit da hinten drauf? Frage mich gerade. Aber I don't care. Okay, dahin wollen wir. Also ein bisschen weiter nach rechts, ne?
Ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt wirklich genau da war. Wo der Schrein ist, aber zumindest irgendwo. Irgendwo da. Ach ja. Durch die Wüste fahren, macht Spaß, mein Akku ist leer. Na komm. Das ist ein Witz. Ich kann wenigstens wieder fahren, wenn die eine Batterie voll ist. Nein. Das ist enttäuschend. Dump, dump, dump. So, mein Radar unten rechts müsste ja auch irgendwann mal ausschlagen, hoffe ich. Können wir während der Fahrt Sachen mitnehmen? Nein. Das wäre cool. Drive-by-Mitnahme. So, da ist er. Der Ausschlag. Ich werde ihn einfach nicht los, den Ausschlag. Ja, der wird voll in der Mitte da sein von dem Ding. I'm pretty sure. No. Kannst du mal den Room clear. Wow! Bin ich auf dem Ding gelandet? Und das hier. Lecker! Ja, okay, er ist nicht da drin. Er wird mir hier angezeigt. Also wahrscheinlich muss ich da irgendwas machen, damit er da erscheint. Entschuldigung. Okay, aber was? Tiefer. I mean, ich könnte mich da einfach mal reinstürzen. Mal gucken, was passiert. Generell mal nicht uninteressant zu wissen, was passiert, wenn man hier in so ein Ding reinfällt. Eigentlich nur tot, wa? Ha! Entdeckt. Treibsand Höhlensee. Geil. Ja, ohne den Bannschreiendetektor hätte ich das wahrscheinlich niemals entdeckt. Weil ich jetzt trotzdem nicht hier hochkomme. Ah, der ist auch eher. Nee, hä? Okay. Keine Ahnung. Ich laufe mal weiter. Vielleicht kommt man irgendwie um die Ecke oder so. Hallöle? Bah. Jetzt schon keinen Bock mehr, mich hier durch zu navigieren, wenn ich ganz ehrlich bin. So lächerlich, ne? Gehst du da bitte hoch, mein Gott. So, ja, wo ist denn das jetzt? Aha. Also ja, irgendwie in die Richtung, was mich halt ultra verwirrt, weil da ist ja nix. Ist dann immer, kommt dann irgendwie noch tiefer oder so. Reicht schon wieder nicht, glaube ich. Oh! Oh! Das ist so dumm, ne? Ah, oh, ich hasse diesen Treibsand. Naja. Wenn ich da einmal rüber bin, habe ich eine Idee, was ich mache. Dann werde ich einfach die ganze Zeit da hochspringen. Ich denke, quasi so abprallen lassen.
Danke. Autsch! Da voll eine reingehauen. Danke. Wer auch immer den jetzt genau gekillt hat. Danke auf jeden Fall. Lustig, wie hier die ganzen Sachen auf einmal auftauchen. Maul. Maul. Ich bin echt verwirrt. Ich würde natürlich sehr gerne das berühmt-berüchtigte Mayonnaise-Viech holen. Ah. Ich habe Angst, dass es im Sand untergeht, um to be honest. Da muss wohl sein. War es das wert? Ich weiß es nicht. Ach, vielleicht komme ich da noch ran. Aber dann habe ich ja keine Ausdauer mehr. Wenn nicht jetzt, wann dann, frage ich euch. Ja, ich bin jetzt leider echt verwirrt wegen des Schreins, muss ich tatsächlich sagen. Aber so ist das halt. Arbeiten wir uns mal da hoch. Das wird schon irgendwie nicht verkehrt sein. Irgendwas wird da sein. Oder auch nicht. Hast Bock, dich zu zeigen oder eher nicht so? Na komm. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mal wieder starke Waffen brauche? Hoho. Direkt noch eine Truhe. Naja, doch, eigentlich ganz gut, wenn ich die dann kombiniere mit irgendwas, dann macht das vielleicht mal dick Damage. Aber Ritterschild ist ganz gut, I guess. Wobei, naja. Okay, aber wo ist jetzt der Schrein? Das verwirrt mich. Da könnte ich glatt schreien. Gehen wir nochmal zurück, ne? Da. Ich sehe hier nichts. Oder ist hier jemand unterm Sand und ich muss das irgendwie wegmachen oder so? Ich glaube, damit komme ich dagegen nicht an. Wo soll denn hier was sein? Hey, irgendwie sprengen sieht so ein bisschen sprengbar aus, aber irgendwie auch nicht. Nee. Verstehe ich nicht. Es ist jetzt doch irgendwie. Hä? Das wird doch wohl in dieser Höhle sein.
ist ja auch kein anderer Weg. Warum liegt hier ein Bernstein rum? Boah, nee, Alter, was ist das denn jetzt? Huch. Ja, vielleicht werde ich mal ganz kurz nachschauen, weil ich jetzt eigentlich keine Lust habe, hier so ohne Fund wieder rauszugehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich mich auch gerade frage, wie ich überhaupt wieder rauskomme, einfach so. Oder komm, ich mach mal das hier. Vielleicht bringt mir das was. Dann lande ich wahrscheinlich nur wieder oben, ne? Ja. Nee, das will ich ja nicht. Oder kann man sich immer noch tiefer fallen lassen, aber dann wird er ja auch stehen tiefer, ne? Wenn das Ding weiter unten ist. Das stand da ja nicht. Boah. Bei dieser Wärme habe ich auch noch weniger Geduld als sonst, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Das drückt dann immer so. Wie heißt der Laden hier? Treibsandhöhensee. Ich guck mal kurz nach. Okay. Weird. Ich bin falsch. Wie gesagt, es gibt noch einen Eingang wohl, der mich dann dahin bringt, wo ich hin möchte. Ballern wir uns doch einfach mal raus, würde ich sagen. Weil das Spiel mich lässt. Ich finde den kleinen Winkel hier, wo das geht. Danke. Hey. Hui. Ja, es gibt noch einen Eingang hier und der ist es, der mich dann dahin führt, wo ich hin will. Nämlich nicht hier, sondern ganz woanders. Naja, ganz woanders ist es nicht, es ist hier, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe. Natürlich ist es mein fahrbarer Untersatz weg, wahrscheinlich, ne? Moment mal, wo bin ich überhaupt? Ne, auf der anderen Seite habe ich ihn geparkt, ne? Ach, scheiße. Ach, kann man mit ihm hinlaufen. Geht auch. Irgendwie ist meine Stimme vor allem abgegangen, Leute. Ja, nervt mich ein bisschen jetzt, dass mein fahrbarer Untersatz nicht mehr da ist. Nee, er wird wahrscheinlich auf der anderen Seite sein, aber nervig. Naja, hier kann ich jetzt zum Glück auch normal laufen. So, irgendwo hier ist jetzt auch so ein Strudel. Ja, wahrscheinlich direkt der. Dann nehmen wir den doch einfach mal. Und da haben wir es dann. Beziehungsweise, da haben wir noch erstmal ein bisschen Rätsel, was wir lösen müssen. Flop. So, alte Gefängnisruine, genau. Ich sehe schon da hinten. Soweit habe ich noch gesehen, ne? Ich habe ein Video gesehen. So, können wir öffnen. Flop. Und ab jetzt weiß ich nicht mehr. Okay. Ein paar Pfeile. Wie habe ich jetzt? 151. das ist eine Truhe, die möchte ich gerne haben. Ah, nee. hi. Überfallen. Mit einem Wedel. Geil. Da ist auch erstmal irgendwie überfordert mit allem. Ach. So dämlich. Ja, wie ich da jetzt reinkomme, weiß natürlich mal wieder niemand. Dann ist es mir auch egal. Lalidadida. Oh, diese scheiß Gipdos. Ach so, da geht's weiter. Ach, Mann, ey, ja. Soll ja nicht abfacken, ne?
Hallöchen. Kann man dich, kann man hier hochklettern? Das ist natürlich ganz hot. Ich will gucken, ob man eigentlich die Waffe mitnehmen kann. Sie ist jetzt nicht besonders wertvoll. Hilfe? Hilfe. Ich fühle mich unwohl. Ich gehe mal hier lang, ne? Und dass ich mal die Schleichenfunktion braucht, beziehungsweise das Ducken. Meine ganzen Freunde sind nicht mehr da. Das ist natürlich hochgradig bedauerlich. Doch, da kommen sie. Zumindest der Gerode. Der ist mir treu. Wow. No. Das ist gar nicht gut. Oh, das ist sehr gut. Da war gerade irgendein Fragezeichen. Ich habe es genau gesehen. Das lag wahrscheinlich drüben. Da war doch gerade irgendein Fragezeichen. Haben wir es doch gesehen. Du komme ich einfach wieder hoch. Hä? Dann halt nicht. Dann ist es mir egal. So, flop. Oh, hier waren wir schon mal. Gut. Da ist hier jetzt irgendwas Neues auf, so. Eher nicht so, ne? Wo muss ich denn jetzt lang? Ach man, das weiß ich doch jetzt nicht. Oder vielleicht doch hier unten irgendwie. Ah ja, doch, ne? Ah, da ist der Schrein auf jeden Fall. Ah. Ich weiß, ich habe hier auch noch oben Boxen wahrscheinlich. Aber vielleicht kann ich doch einfach hochklettern. Ne, nicht so, Link. Von da. Ich präferiere immer das normale Klettern immer noch, weil ich dann zumindest gefühlt ein bisschen mehr Übersicht habe. Aber das bringt mir jetzt scheinbar auch nicht so viel hier. Ach, deine Mutter ist voll, ey. Aha, und da sind wir. Sehr schön. Dann wurde es auf der Map aber auch echt ein bisschen falsch angezeigt, ne? Weil eigentlich war der Schrein ja wirklich genau bei diesem einen Punkt da. Wo man runter geht. Bisschen komisch. Aber gut, so sei es. Ich hole mal den Segen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass hier aber nur ein Segen drin sein wird. Ah. Ja, ja. Sag ich doch. Bitte was Gutes. Ich hab gesagt, was Gutes. Der Tobas-Feierner, den ich mir schnell gebaut habe. Aus Unerfahrung, aus Unverständnis. Ups. Sorry, ich habe gerade mein Mikrofon geboxt. Als ich in der Nase gepopelt habe, ja, das habe ich gerade gemacht. Es war
Ach ja. Okay, cool. Sage ich. Kann ich das mal wegmachen? Haben wir das auch erledigt? Ja. Wie gesagt, ich würde jetzt vielleicht doch ganz gerne mal nach Angelstädt. Das war ja mal so eine Sache, auf jeden Fall. Da unten. Genau, mal gucken, wie es da jetzt mittlerweile aussieht. Ich weiß nicht, ob ich sonst noch irgendwas vorhatte, um ehrlich zu sein. Aber wir haben zumindest die beiden Schreine erfüllt. Und darauf kommt es ja erstmal nur an, ne? Ach ja. Schlittenrobben. Endlich raus aus dieser Wüste, ey. Ich fühle mich doch gleich schon ein bisschen besser. So, angestellt immer aus wie Scheiße. Irgendwo hier will jemand Hyrule-Reis haben. Suche die vier Regionen. Das ist immer noch eine Quest. Interessant. Angelstädts Neugeburt. Da war es doch schon. Papa. So, wie sieht das aus? Wollte dran, wenn der Mittelfeiler futsch ist. Futsch ist, Mal. Wo kriege ich denn Baumstämme her? Also ich kann jetzt irgendwo Bäume fällen und die hierher schleppen, aber das ist ja übel nervig. Ja, ich könnte natürlich irgendwo, keine Ahnung, hier hingehen oder so und dann die irgendwie, keine Ahnung, so transportieren oder so, ne? Ein Pferd, wenn es überhaupt geht. Boah, hab ich aber überhaupt gar keine Lust drauf. Brrr. Ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht. Ah, ich bin so müde, Alter. Boah, einfach nur noch in letzter Zeit, das ist schlimm. Ja, habt ihr eine Idee, was ich jetzt machen kann? Ich nämlich leider nicht. Ich muss mir ab jetzt. Ach ja, Koga war eine Sache. Ich muss mir ab jetzt wirklich bald mal ein bisschen Pläne machen vor jeder Folge, was ich denn dann so als nächstes mache. Das ist halt alles ein bisschen scheiße. Ausdauerbarsch. In den Tormadünen. Und dann kommen wir wieder zurück in die Wüste. Wo sind denn die Tormadünen, wenn ich mal fragen darf? Da, oh Gott. Ja, komplett im Nichts irgendwo, ne? Na komm. Werde ich mir, glaube ich, gleich mal so einen schönen, so eine Sandrobbe holen, ne? Damit das Aua ein bisschen schneller geht. Da sind wir wieder in der Wüste. Mann, Mann, Mann. Kann auch so einen klauen. Versag. Ja. Bla bla bla. Ja, ich möchte eine Leine. Eine Sandrobbe. Wenn du etwas an dein Schild dran gebastelt hast, dann landest du womöglich mit dem Gesicht im Sand. Sei gewarnt, okay.
Wow, ich durfte ja nicht mal wechseln mehr. Das ist ja beschissen. Ich weiß natürlich jetzt nicht. Ich nehme mal, warte mal, das hier. So. Schon besser. Ich weiß nicht, inwiefern das das Schild kaputt macht. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber es ist ein billiges Schild, von daher. Ein billiger Schild, Entschuldigung. So, wo sind die Wüstendünen da irgendwo? Ist ja nicht so weit eigentlich. Beziehungsweise man ist einfach recht schnell unterwegs tatsächlich mit den Viechern. Da ist ein Schrein. Achso, ich habe mir jetzt gar keinen... hätte ich mal machen können, ne? Mir was holen. Das ist nicht direkt bei den Dünen, aber komm, dann machen wir den Zwischenstopp. Hi! 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 Vor allem so in der Nähe von dem Tempel und ist mir nicht aufgefallen. Okay. Jetzt ein bisschen eklig. Wisst ihr, was auch eklig ist? Dass diese verkackte Robbe gleich wieder verschwinden wird, sobald ich hier fertig bin. Darauf habe ich jetzt wieder gar keinen Bock, ne? Ja. Dass sie halt nicht warten, ist schon scheiße. Mein Gott, die Steuerung ist gerade komplett am Verrecken. Komm, wir gehen jetzt erstmal da hinten hin. Bestimmt ist die hier von der Quest. Ja, da oben ist sie, glaube ich. Moldora! Bonk! Wow! Piu! Wie macht man Moldoras am besten platt? Ich weiß es nicht. Im Zweifel baller ich alle mal nur 40 Falle drauf. Mein starker Bogen ist weg. Das ist aber belastend. Wow. Also mittelschwere Enttäuschung hier. Ja. Ich lerne es doch mit der Steuerung nicht mehr. Boah, ich brauche echt mal wieder stärkere Waffen, ne? Unfassbar. Ich gebe mir alles ein bisschen aus hier. Wow! Naja. Ist meine Robbe eigentlich noch da? Die ist tot. Nein, da ist sie. Sehr schön. Ist gut, dass Moldoras es nicht auf Robben abgesehen haben. Ja, die chillt da ihr Leben, die Robbe. Während sie jetzt immer verreckt. Fass. Bonk. Volltreffer. Oh. War schlecht. Egal. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Tot. Ich hoffe, du droppst ein bisschen guten Scheiß. Wie Bandschreine, nee, ist der, den ich gesehen habe. Wohl schon, ne? Ja. Und die Moldora, ist sie weg? Ja. Darf ich noch looten? Oh, hast du etwa die Moldora beseitigt? Dass du dieses Monster ganz allein besiegt hast, du musst ja unglaublich stark sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich an diesem Ort einen Voi wie dich treffen würde. Das kann nur Schicksal sein, nicht wahr? Ich bin jedenfalls Aisha und führe den Schmuckladen in Gerudo-Stadt. Ich war hier draußen auf der Suche nach Materialien, die ich für Schmuck benötigte.
Und ehe ich mich versah, war ich ins Revier dieser Madora geraten und saß in der Klemme. Dein Einsatz war meine Rettung. Deshalb möchte ich mich gern bei dir mit einer angemessenen Belohnung bedanken. Man sieht es mir nicht einfach so an, aber ich bin die beste Schmiedin von ganz Gerudo. Wenn du mal in meinem Laden in Gerudo-Stadt vorbeischaust, könnte ich Spezialwaffen für dich anfertigen. Wobei, jetzt wollte, dass du eigentlich nicht mal in die Stadt betreten. Andererseits wiederum. Das Schicksal verbindet uns, das kann ich spüren. Ich bin sicher, dass wir uns wiedersehen werden. Gut, wo dieser Madora nun das Zeitliche gesegnet hat, kann ich jetzt zurück in die Stadt. Savork. Die gibt mir jetzt direkt nichts, wa? Er ist so, hey, ich kann jetzt tolle Waffen für dich herstellen. Cool. Kann ich auch selber, du Arschloch. So, wo ist mein... Da, da ist meine Loot und meine Robbe ist... Da. Herrlich. Herrlich, Leute. Madora Herz. Madora Flosse. Okay, nichts dabei, was ist irgendwie fett. Ah doch, Madora Kiefer. 32 Synthese. Alles gut. Das macht sahnig Damage, Leute. Ritterhellebarde, die nehme ich auch direkt. Ja komm, dann bauen wir uns da mal direkt das Ding draus. Ich bin ja mittlerweile großer Hellebarde-Fan geworden. Nee, mit dem... Genau, hiermit. Notfallstärkung, Materialangriffskraft. Dann nehmen wir lieber die. 78! So, der Blech. So, haben wir noch irgendwas Geiles, was man hier mal eben droppen kann? Naja. Ja, die Dinger, aber die fallen einfach direkt wieder ab, habe ich das richtig verstanden? Die haben wahrscheinlich einfach kaum Haltbarkeit, ne? Naja, gut. So, komm mal her. Gehen wir jetzt schnell mal in den Schrein. Machen wir ja wahrscheinlich schon wieder nicht mehr. So, pass mal auf. Ich habe sogar einen Plan, wie ich das mache hier. Wenn jetzt mein Viech nicht so abkacken würde. Genau so. Zack. Und schnell hier ruhig. Sehr gut. So, mal kurz testen. Wie lange hält das jetzt hier? Ja, nur ein Schlag. Okay, das ist halt voll scheiße. Na gut, wäre vielleicht auch ein bisschen OP, ne? Wenn man mal so nachdenkt. Boah, ich werde jetzt meine 870er Waffe schön auch nicht anfassen, bis ich tatsächlich wieder einen harten Bosskampf oder so hab. Tschüss. Wow! Ich bin auch bald tot, merke ich gerade. Ist nicht so gut. Weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber sterben ist nicht so gut in dem Spiel. Es tut nämlich weh. Aha. Ich habe eine bessere Idee. Ich ignoriere euch. Ah. Ach komm, ich mach den jetzt noch. Beziehungsweise ich guck mal kurz rein. Hier ist schon sehr absolute Katastrophe, was mir alles rätseln muss. Dann tschüss. Eieieiei. Oh, nackte Überleben. Dann machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.